Als Sonja Schwarz in Der Bozenkrimi ermittelt Chiara Schoras in den kniffligsten Fällen. Das Markenzeichen der Schauspielerin sind die langen roten Locken. Früher sahen diese aber noch ganz anders aus. Hier posierte Chiara 1996 für die Kamera. Mit dem ausdrucksstarken Make-up und den nach hinten gekämmten Haaren ist sie kaum wiederzuerkennen. Hier durfte es etwas natürlicher sein. Im schwarzen Rollkragen und mit hochgebundener Mähne machte sie auch eine tolle Figur. Die deutsche Schauspielerin italienischer Abstammung startete in den 90ern sowohl in Deutschland als auch in Italien durch. Nach ihrem Studium im Bereich Tanz, Gesang und Schauspiel in Rom stand sie das erste Mal für Occhio Pinocchio vor der Kamera. Es folgte ihr großer Durchbruch in der Rolle der Krankenschwester Katja in der Fernsehserie Alpha Team – Die Lebensretter im OP, in der sie von 1997 bis 1999 in 60 Folgen zu sehen war. Einer ihrer größten Erfolge war 2002 der Kinofilm Vaya con Dios. In den 2000ern zeigte sich Chiara auch hin und wieder mit glatten Haaren und peppigem Stufenschnitt. Auch ihre Haarfarbe wurde mal heller, mal dunkler. 2015 ergatterte Chiara Schoras schließlich ihre Paraderolle der Kommissaria Sonja Schwarz im Bozenkrimi und ist aus der Reihe nicht mehr wegzudenken.